So Leute, willkommen zu einem neuen Video und heute wird fremdgegangen, Ehebruch begangen und das zusammen mit Maxifine Foodies. Hallo! Hallo! Habt ihr Bock auf ein bisschen Fremdgehen? Ja, ich verlasse dich! Ja Leute, um diesen Game geht es darum, dass wir jetzt zufällig einen dieser Charaktere spielen. Der Ehemann, wie wir hinten sehen, der noch, glaube ich, Polizist ist, wie er trägt eine Waffe bei sich, kommt nach Hause und sieht, wie die beiden miteinander rummachen. Die beiden hier haben die Aufgabe zu überleben, wir haben die Aufgabe, die beiden zu eliminieren. Was der Hund macht, weiß ich noch nicht. Wir ziehen den jetzt erstmal an im Inventory. Okay, ich nehme die Hörner, das ist geil. Ja, wir nehmen die Hörner und dann würde ich sagen, let's go, ich hoste ein Game und rein da. Schatz, ich bin jetzt daheim! Oh, meine flauschige Freundin. Oh, das ist nicht mein Schlüssel und nicht mein Apfel. Hier muss jemand in meinem Haus sein. Warum sind die Türen hier offen? Ich muss weglaufen. Warum sind die Türen hier offen? Mein Mann ist da. Ich höre Stimmen in meinem Haus. Fufu! Oh, cool. Oh Gott, ich muss mich verstecken. Bist du da? Wo komm ich hin? Ah. Fufu! Oh nein. Ich muss mich verstecken. Oh, da habe ich doch einen kleinen... Hey, Liebling, was machst du denn in diesem heißen Outfit? Was machst du denn hier? Hast du dich für mich vorbereitet? Ja. Genau das habe ich gemacht. Ah, nicht einspritzen. Ich werde die von jedem. Was macht das pinke Ding hier? Du Luder, reich ich dir einfach nicht aus? Komm her. Komm her, du Miststück. Komm her. Oh nein. Hey, du lebst ja noch. Mann, hast du durchtrainierte Beinchen. Du hast dich nicht für mich vorbereitet. Ich rieche, dass hier ein anderer Mann war. Wie heißt der? Wo ist er? Er heißt Fufu. Du wirst ihn nie finden. Wenn du mir zeigst, dann lass ich dich am Leben. Komm her, du Miststück. Okay, okay, ich zeig ihn dir. Okay, aber wirklich, ne? Ja, ja. Nicht auf meinen Po gucken, bitte. Nee, ich sorry, auf den das Po wird gucken. Ein bisschen schwer. Oh mein Gott, Entschuldigung. Ah. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Ja, komm ab in den Keller mit dir. So einer bist du. Da liegt eine Männerhose. Wie erklärst du mir das? Du bist Stück. Du bist fremdgegangen. Frauenschläger. Du bist fremdgegangen. Oh mein Gott. Hilfe. Oh mein Gott, ich sie komme, hängt in der Wand. Schatz. Nein. Ich hab mich kaputt gehauen. Komm her, du bist Stück. Komm, schlag sie. Komm. Oh mein Gott, da ist er. Warum nicht? Komm her, du Schwein. Komm her, ich mach dich fertig. Oh, Alter! Was war das? Holy shit! Na? Wollen wir noch mal ins Bett gehen? Ja, klar. Hä, wo seid ihr denn? Das Haus ist so unfassbar scheiße groß. Ich hab gerade gesehen. Komm her! Komm her, ihr Schweine! Ich hasse euch so sehr. Los, komm her! Komm her! Komm her, ich mach dich fertig, du Miststück! Komm her! Komm her, ich mach dich fertig! Ich will die ganze Tür hinter mir zu, Quatsch. Nein, lass sie auf! Nein, ich falle, glaube ich. Oh, hey, du hast eine neue Sphäre erreicht. Ja. Komm her, du scheiß Dieb! Komm her! Ich wollte nur zuschauen. Boah, ich hab die Tür kaputt gemacht. Leid. Komm, Fufu, wir treffen uns im Bett schnell. Okay, okay, okay. Wisst ihr, ihr seid richtig skrupellos. Ich bin schon längst im Haus und ihr wollt unbedingt weiter schnackeln. Hey, jetzt warte nicht so hinter mir. Fufu, hier oben können wir es machen und sie wird nichts merken. Aha. Hey, ich bin euch nicht, ihr Schweine. Ihr macht einfach weiter. Ihr seid so skrupellos. Ja. Schau zum Haus, Gnu. Gnu. Hey, ihr seid so scheiße. Hört auf, das so zu enjoyen, Mann. Komm, wir gehen wieder. Ja, wo gehen wir hin? Hier hin. Okay. Ich finde euch nicht. Das ist ja das Problem. Ihr könnt hier wirklich ohne Probleme fremdgehen, weil ich euch in meinem eigenen Scheißhaus nicht finde. Ich finde euch nicht. Verarscht ihr mich? Mann, ihr Schweine, wie ihr fällt auch noch. Ey, ich hasse euch so sehr. Komm her, jetzt, dich mache ich jetzt fertig. Mann, bleib stehen, Fufu. Bist du schon wieder hingefallen. Fufu, bleib stehen. Bleib du stehen. Hände hoch. Hände hoch, jetzt bin ich der Polizist. Die Hände hoch machen, ich kann nur eine reinhauen. Oh, holy shit, was war denn das hier? Los, komm her. Nein, du brauchst ihn gar nicht zu beschützen, Maxi. Er gehört mir. Ich guck nur zu, ich mag das, wenn sich zwei schlagen. Wo ist er? Du auch, du Miststück. Ich hab einen Keller. Du bist ja, glaube ich, wirklich aus dem Maul, oder? Komm her, Maxi. Komm her. Maxi. Nein, ihr braucht gar nicht mehr nacheinander stöhnen. Jetzt reicht's. Boah, ja, richtig eine reingegeben. So, komm her. Schlüssel, gib mir den Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür der ist. Ah, das ist ein Schlüssel. Den brauchst du nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist meine Faust. Hilfe. Seid ihr oben? Hilfe. Ich helfe dir, Fufu. Oh mein Gott, wie viel hältst du aus? Ja, endlich, Mann! Ja! Der Fremdgeher ist tot, endlich! So, Start-Session. So, wir drehen jetzt den Spieß um. Jetzt gehe ich mal fremd. Obwohl ich das noch nie in meinem Leben getan habe und das eigentlich verabscheue. Aber virtuell für euch werde ich es tun. Immer ein erstes Mal. Nein, da glaube ich nicht. Ich würde davor immer Schluss machen. Waifu? Oh Gott. Irgendwer ist da vorne. Schatz, bist du zu Hause? Hallo? Wir haben kein Bett, Mann. Das kann doch nicht sein. Wir haben warum macht niemand die Tür auf? Warum haben die so... Hallo, aufmachen jetzt. Hier. Oh, ja. Oh, yes. Gnu. Ah, Gnu. Mann, jetzt die scheiß Tür.
Ich höre euch! Ja. Ich komm rein. Ja. Auf dem anderen Weg. Oh mein Gott, er ist da! Nice. Ah, ich hätte aufgehauen, die Tür. So, wo seid ihr, hä? Wo seid ihr? Wollen wir noch weiter oder wollen wir unseren Hund suchen, der einsam ist? Wir haben keinen Hund mehr. Ich rieche was ich nicht riechen sollte. Oh, ich rieche was ich riechen sollte. Penetrant. Riecht nach Pfeffer. Oh, Gott, ja, mein Bartlauch. Ich glaube, ich habe den Ofen angelassen, verdammt. Ist das nicht der Nachbar? Immer mein Schatz Hallo sagen. Genau, sag ich schnell Hallo und ich verstecke mich. Schatz, versteck Hallo? Mich. Wo bist du? Du bist zu Hause. Schatzi Mausi. Wo bist du? Was Hallo? Oh, okay. Schatz, ich bin im Schlafzimmer. Ich komme. Komm noch dazu. Welches Schlafzimmer genau? Wir haben so viele. Das zweite von links. Hi. Was hast du denn hier vorbereitet? Schau mal, ich habe schon Netflix angemacht, nur für dich. Siehst du? Willst du nicht? Schatz, der Musikgeschmack ist scheiße. Los? Ich rieche hier was. Nein, das ist nur der Donut. Den habe ich unten in der Küche gemacht. Wieso riecht der Donut nach Pfeffer? Mir ist Pfeffer raufgekommen. Wer und macht anderes. Donuts mit Pfeffer? Hier ist irgendwas im Zimmer. Das liebst du doch. Schau deinen Bart an. Wo ist unser Hund? Bart. Den haben wir gegessen. Letzte Nacht, ne? Wir hatten noch so richtig Hunger auf dem Hotdog. Schatz? Hey, was, nein, da ist nichts. Schatz, ist nichts. Da kommt ein Geruch. Vertrau mir. Schatz, da kommt ein Geruch aus dem Schrank raus. Ich rieche das. Ich bin nicht dumm, okay? Ich rieche das. Ich mache jetzt die Schranktür auf. Ich hab sie noch nicht weggebracht, meine alte Unterwäsche. Gerade die mag ich kaum mir. Die alte, ungewaschene Welt. Du weißt, ich rieche gerne daran, aber es riecht anders. Ich muss es jetzt aufmachen. Ja, aber das kann. Hilfe, ich muss weg. Nein, komm! Oh nein! Wer oh nein! Ich hab. Gewonnen! Ich bin kein guter Fremdgeher! Hi, Schatz! Oh, du bist so wunderschön, du bist so wundertoll. Ich weiß. Danke, das brauchst du mir nicht erzählen. Das war die schönste Zeit mit dir. Schatzi, Bubi, Baby, Pupsi, Wupsi, ich bin daheim und möchte sofort mein Abendessen haben! Ich lenk sie ab und du musst. Such deine Klamotten und dann geh weg. Okay? Ja, ich such alles. Schatzi! Noch kein Abendessen? Das gibt's ja gar nicht. Ich hab hier meine Pfanne gerade mit. Oh, wow. Was hast du denn heute an? Du bist ja richtig. Ja, ich hab mich. Was hast du da am Hals? Bereit gemacht. Was hast du da am Hals? Nichts. Das ist doch blau. Das ist Parfüm. Das ist mein neuestes Parfüm. Ich hab leider allergisch drauf reagiert. So eine gute Ausrede, Alter. Wovor machst du das öfter? Na gut, muss man essen. Machen wir mal Essen. Warte, hier. Hier in der Pfanne schon. Oh, wunderbar, das schmeckt ja wunderbar. Sorry. Das hat er richtig reingekickt. Mir ist die Pfanne ausgerutscht. Moment mal. Warum stehen hier drei Tassen? Wir brauchen nur zwei. Deswegen ist die umgedreht. Deswegen. Ich finde, es riecht hier sehr verdächtig. Es riecht hier nicht. Ich fahre die Tür auf. In diesem Raum sind wir nie. Das ist mein Büro. Oh. Was macht denn die aufgefüllt? Ich habe nur nachgeschaut. Ich habe die Wasserpistole aufgefüllt und dachte sie, du willst sie doch bestimmt bei deiner Arbeit haben. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich rieche was. Wirklich nicht. Hier ist nichts, Schatz. Du verheimlichst Schatz, mir doch was. Nein, ich verheimlich. Du verheimlichst mir doch was. Hier ist nichts. Ich habe auch keinen Taser in der Hand. Wenn mir Räuber und Verbrecher und Polizei spielen und du musst mich verhaften. Ich habe diese Hose hier. Maxi? Maxi, bist du noch am Leben? Bist du tot? Ja. Warum? Was passiert? Wenn mir Räuber und Verbrecher und Polizei spielen und du musst mich verhaften. Und ich hab diese Hose hier. Also, Fufferine, was auch immer hier ist, irgendwas stimmt hier nicht. Versteck dich. Ja, aber wo? Fufferine, wo bist du jetzt auf einmal? Ich bin hier, Schatzi Mausi, an der Treppe. Komm mal schnell her, Fufu. Komm zurück. Stimmt doch überhaupt nicht. Was? Spring mal hier runter. Nicht. Ich sterbe mich nicht. Stimmt hier nicht. Wieso sind die ganzen Türen hier auf? Oh! Wow! Ein Fremdgeher! Was machst du hier in meinem Haus? Komm her, du Schwein! Komm her, du Schwein! Es ist nicht so, wie es aussieht. Fufferine! Es ist nicht so. Fufferine! Nimm die Waffe runter, du bist ein Stück Alter! Du hast mich versprengt! Komm her! Nein, Hilfe! Fufferine! Fufferine! Das ist nicht so. Ich sehe gar nichts mehr. Oh mein Gott, ich hab dich richtig gebasht. Komm her, du Miststück! Das ist das teure Parfum, was ich dir geschenkt habe.
Doch, ist genauso, wie es aussieht. Wer war das? Ich weiß es nicht. Das ist ein Einbrecher. Ich habe den noch nie gesehen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt halbnackt hier vor dir stehe. Ganz ehrlich. Bist du ein Einbrecher, da müssen wir den aber zusammen umbringen. Was ist das für Musik? Ich hab den Fernseher angelassen. Was ist das für Musik? Ich hab aus Versehen den Fernseher angemacht. Es tut mir leid. Ah, du Schwein! Du Schwein, wie du hier drin bist! Du Schwein, du Sau! Du Mist, du hast mich betrogen! Ihr habt mich alle belogen! Wollt ihr mich mit der Musik ablenken, ihr Miststücke? Jetzt reicht's mir. Warum bist du eingebrochen? Nein, ich kann das erklären. Das ist ein Einbrecher. Wo ist der? Ich glaube alles, was ihr habt. Willst du nicht was essen? Willst du einen Donut? Woher weißt du meinen Namen? Maxi, schau deine Videos. Maxilein. Ja? Wollen wir uns unten an der Treppe treffen? Beruhig dich. Ess erstmal was. Du wolltest mir gerade nicht voll ins Gesicht hauen. Nein, kann ich dich nicht endlich auslöschen, du Miststück? Das ist dein Essen, ganz versprochen. Komm her, ess es. Nein, lass mich in Ruhe, hör auf, mich zu jagen, du bist fremdgegangen. Ah, Maxi, suchst du gerade deine Klamotten? Ja, suche ich, wieso? Oh, wo bist du denn gerade? Es ist nicht so, wie es aussieht, das ist mein Bruder in Wirklichkeit. Mit dem schläft man aber nicht, du Schwein. Weg von mir, fass mich nicht an, du Miststück. Raus aus meinem Haus, raus. Aber dein Blutdruck. Pack deine Sachen. Achte auf deinen Blutdruck. Ich muss jetzt nur noch rausfinden. Nicht, wo wer ist. Ich muss nur noch rausfinden. Hey, verdammt! Wow. Egal, ich schmeiß die Frau raus und den Maxi werde ich auch nie wieder sehen wollen. Nein. Das war die letzte Folge mit euch. Ja, ihr gewonnen. Ich bin der beste Fremdgeher von uns dreien. Reicht aber jetzt für heute. Genug fremdgegangen. Fremdgehen macht man nicht, das ist scheiße. Ja. Aber ja, danke an Maxi Furtis fürs Fremdgehen, fürs Verstören. Ja, und ich sage Ade mit Vaché. Ade mit E. Vaché. Und jetzt raus!